Moin Pyros und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute im Test das Katana aus Norma für 3,99 €. Wir haben hier D-Böller, Pyro-Cracker, Super-Böller 2 und Packet-Cracker. Ich würde sagen, testen wir mal. So, legen wir erstmal auf den Boden. Fangen wir an mit zwei Packet-Crackern. Sehen soweit eigentlich nicht verkehrt aus. Ein bisschen größer sogar. Mal gucken, aber rieselt schon ein bisschen. So. Naja, ein bisschen mager würde ich sagen. So. Gab's schon mal besser. Und gab's bessere, ja. Naja, nicht mehr so der Burner. Machen wir jetzt ein paar Pyro-Cracker. Die sind total weich. Ach du Scheiße. Das Papier ist hart, Alter, aber... Pyro Cracker. 0,6 Gramm haben die. Nur mal so zur Info. Scheiße. Also gut ist jetzt was anderes. Naja, viele Verpuffer mit dabei gewesen. Jetzt machen wir Funke. Jetzt machen wir Nico China Bella D. 6 Gramm. Also müsste einer 1,5 Gramm haben. Und mal schauen. Ja, war noch mal besser. Ja, ich glaube, da sind die von Leslie besser. So, jetzt machen wir die Super Bella 2 von Nico. Die müssten, wie viel haben? 1,6. Also schon ein bisschen lächerlich für ein Super Bella 2. Was sollen denn Super Bella 1 haben? 1,55 oder was? So ungefähr. Oh Mann, ey. Mal gut, mal schauen. So, und jetzt der letzte, Super Bella 2 von Nico. Naja, ein bisschen lauter als die D-Böller, aber jetzt irgendwie nicht das Wahre. Naja gut, also für 3,99 € weiß ich nicht, da könnte man sich lieber das Dynamite-Bag holen. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen, Pyros. Wir sehen uns in dem nächsten Video. Würde ich beim nächsten Mal liegen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.